Toll, ich kann die Korallen wässern, aber bringt das was? Nö. Nicht so wirklich. Was passiert, wenn ich hier hochzeichne? Okay, da oben ist was. Ich muss nur hochkommen. Ein Duckwarnzelt. Yay. Und es wird wieder Tag, sehr gut. Was ist eigentlich hier? Nix. Okay. Na? So, jetzt bin ich kein Gott mehr. Oder keine Göttin gerade mehr, aber ich komme wenigstens an das Zeug ran. So, eine Perle, ein Bullenhorn. Und ein Knochen. Ein M-Knochen. Nö, egal was ich mache, durch den Kristall, da komme ich noch nicht durch. So. Kuschi. Das Wasser hier sieht so lieblich und kühl aus. Jetzt ist es Zeit zu arbeiten. Hier ist das Fass. Sieh mal einer an, es ist Kuschi. Was machst du hier, Süße? Oh, ach, ihr seid es, Schneeflocken und ihr Sohn. Ich bin hier, um Vorbereitungen für das jährliche Fest zu treffen. Ich bin gekommen, um Wasser zu holen für den Sake, den wir den Göttern opfern wollen. Die Leute sagen, dass das Wasser hier in der Hitoshi-Quelle göttliche Kräfte hat. Wir mischen es immer mit dem heiligen Sake, den wir für das Fest benutzen. Auf diese Weise wird der 8 Purification Sake gemacht. Oh, warte mal, Schwester. 8 Purification Sake? Du meinst das heilige Getränk aus der Legende? Genau den. Das geht zurück auf die Legende von Naki und Shiranui. Es war der wundersame Sake, den sie benutzten, um Orochi zu besiegen. Anscheinend haben sie die Bestie betrunken gemacht und ihm seine Köpfe abgeschnitten. Es riecht schon stark genug, um jeden betrunken zu machen. Schluck. Ich weiß nicht, ob diese Legende wirklich wahr ist oder nur eine Lüge, aber wir opfern den Göttern Sake beim Fest und beten um Frieden. Wow, jetzt hätte ich sie fast gerammt. Übrigens, Schätzchen, ich habe mich gefragt, du willst dieses Fass mit Wasser füllen? Da hast du recht, wir brauchen genug für alle Dorfbewohner. Deshalb muss ich das Fass bis an den Rand füllen. Aber wie willst du ein so großes Fass mit Wasser? Und selbst wenn du es schaffst, wie trägst du es zurück ins Dorf? Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Normalerweise kümmert sich Susan nur darum. Er ist so stark. Für ihn ist das Fass so wie für mich eine Feder. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das schaffen soll. Wir dürfen mir, dass ich nicht vorher darüber nachgedacht habe. Ich frage mich, wie ich das Quellwasser ins Fass bekomme. Dummes Mädchen. Hat sie noch mehr? Wie dumm von mir, ja. Nur ich schätze, du könntest das Fass mit Quellwasser füllen, wenn du die Kraft des Wassers nutzt. Mhm.
Das ist seltsam. Wie ist das Wasser ins Fass gekommen? Das sieht aber noch nicht so voll aus. Na doch. Ist es nicht seltsam, wie sich das Fass von alleine mit Wasser fühlt? Ich frage mich, ob es so weitergeht, wie es voll ist. Ah, ist doch noch nicht voll, also. Ja. Wie wunderbar, das Fass ist bereits voller Quellwasser. Das wird genügen für den heiligen Sake für das Fest. Exzellenz, jetzt müssen wir es nur noch zurück ins Dorf bringen. Also nach Hause tragen, aber das muss eine Tonne wiegen. Was ist das? Willst du auch etwas von dem Quellwasser? Entschuldigung, ich werde das schnell aus dem Weg nehmen. Zurück, du Bestie. Ich spaziere hier so durch die Gegend. Und sieh an, was ich hier finde. Oh, du bist es. Susanne. Noch einen Schritt weiter zu der Dame und es wird dein letzter sein. Er macht sich schon in die Hose. Der große Susanoo-Nachfahre des Helden Nagi verbietet es. Fürchte dich nicht, meine schöne Kushi, sondern ist hier, um dich zu retten. Oh oh, das sieht aber schlecht aus. Ich werde mein Schwert im Namen der Liebe schwingen. Susanoo-Stil, Schwert der Leidenschaft, los geht's. Meine Kushi, ja? In Ruhe. Ah ja, lasst meine Kushi in Ruhe. Hä? Susanoo, pass auf. Ey, du hast es geschafft, Alter. Das war beeindruckend. Du sahst ja erst ein bisschen ängstlich aus, dann hast du es ihnen vor der Dame aber gezeigt. Susanoo, danke dir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich solch wilden Monstern hier, treffen würde. Bist du verletzt? Susanoo? Ich wusste es die ganze Zeit. Seltsame Dinge passieren die ganze Zeit seit erst dieser Felsen in Kamiki, dann der Kampf mit dem Bären und jetzt das. Mein Schwert ist mit einer seltsamen Macht erfüllt. Hör meine Worte, o Geist, der du mein Schwert bewohnst. Ich lasse mich nicht kontrollieren wie eine Marionette. Bei den Göttern, ich werde deine schändlichen Pläne durchkreuzen. Ekelerregend, Wolfsspucke. Der wunderbare Isu fühlt sich angegriffen. Warum musste ich? Hm? Wo ist Susanoo? Wo ist er denn schon wieder hingerannt? Er ist gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Was hat er sich nur gedacht? Ich meine, er hat doch den Kampf gewonnen. Jetzt wäre es an der Zeit, das Herz der Dame zu erobern. Zumindest hätte er ihr helfen können, das Fass zu tragen. Es ist okay, ich glaube, er muss andere Dinge erledigen. Es gibt keinen Grund, ihn damit zu belästigen. Ich bin sicher, ich schaffe das auch alleine.
Das hat sich nach diesem Kokarion angehört. Steckt er schon wieder in Schwierigkeiten? Wir sollten mal nachsehen gehen, Ami. Wow, der Hundesucher ist plötzlich erschienen. Das bedeutet, wir müssen Wauwau finden. Hui. Und einen Abflug machen. Hallo Wolfi, hast du meinen Sohn Kokai gesehen? Er ist seit neuestem total vom Fischen besessen. Ich mache mir Sorgen, dass er die Natur nicht so respektiert, wie er sollte. Wenn er nicht aufpasst, dann könnte er in alle möglichen Schwierigkeiten geraten. Da ist er doch eigentlich. Grunz? Wow, sieht so aus, als hättest du da einen großen Junge. Bei all dem Lärm, den du dabei machst, dachte ich schon, es wäre ein Monster. Es ist ein Monsterfisch, der seinen Hund frisst. Umme! Verdammt, ich glaube, ich spinne. Verflucht sollst du sein, Mondfisch. Ich werde dich fangen. Für das, was du Umme angetan hast, wirst du bezahlen. Hallo Junge, woher ist denn dieser gewaltige Riesenfisch gekommen? War das nicht dein Hund Umme in seinem Maul? Das war der legendäre Mondfisch. Man sagt, er hätte die Reflexion des Mondes auf der Oberfläche des Wassers verschluckt. Also lebt er wirklich hier in diesem düsteren Gewässer. Nun, er wird dafür bezahlen, dass er den guten alten Umme gefressen hat. Meine Güte, dieser Hund wird oft verschluckt. Kann das sein? Ich habe keine Angelschnur mehr übrig, aber ich werde diesen Mondfisch jetzt fangen. Das wird ein Kampf, um Umme zu rächen. Hey, Ami, das wird ja immer interessanter hier. Dieser Mondfisch oder wie auch immer er heißt, wäre ein ganz schöner Fang. Lass uns hierbleiben und schauen, ob wir ihm helfen können, den Fisch zu fangen. Mondfisch fangen? Das soll wohl ein Scherz sein. Genau das wollte ich hören. Mach dich bereit. Kann ich nicht einfach raus, Wasserstrahlen? Okay, die Grundlagen hast du verstanden, oder? Mal einfach einen Schritt von der Angelrute zum Mondfisch. Lass den Großen nicht entkommen. Da hat einer angebissen. Ich mag es nicht, wenn es nicht schneidet, wenn es schneiden soll. Das ist wohl das Einzige, was mich ein bisschen aufregt. So. Grundel gefangen. Da hat einer angebissen. Ich habe geschnitten. Ich habe einen Schnitt gemacht. Das Spiel ist nicht fair zu mir. Hast du den Fisch nicht gesehen? Du musst ein bisschen helfen. Oder mache ich meine Schnitte zu lang, dass er sie nicht als Schnitte erkennt? Das war ein Schnitt. Das war definitiv ein Schnitt. Flusskrebs gefangen, ja. Da ist Big Bosco. Da hat einer angebissen, ja. Big Bosco schwimmt zum Glück langsam. So.
So, ich muss mir wahrscheinlich mehr Zeit nehmen. Ja, ich habe Big Bosco gefangen, Mondfisch gefangen. Erschlägt er uns jetzt gleich, wenn er auf uns drauf landet? Ich wusste, dass ich es kann. Ich habe endlich den Mondfisch gefangen. Und ich war wegen dir schon besorgt, Junge. Du bist ein richtiger Fischer. Du kannst stolz auf dich sein. Du sollst weiter angeln, aber bring immer genügend Schnur mit. Wie kann ich hier was wieder fischen? Ich meine, was ist mit Umme? Er wird niemals wiederkommen. Ach du meine Güte, die Heusose ist wieder da. Keine Sorge, zumindest hast du... Sieh nur, die Oberfläche des tiefen Abgrunds ist hell und glänzend wie ein Spiegel. Die Reflexion des Mondes sieht sehr schön aus. Wo ist der Mond? Wie kann ich seine Reflexion sehen? Hey, sieh mal eine weitere Konstellation. Ist das ein Hase mit einem Hammer? Ach, das ist ein Reisklopfer. Also damit wird aus Reis Mochi gemacht. Also der Reismehl. Okay, und sie kloppen sich darum. Ah, Amaterasu, Quelle alles gut und unser aller Mutter. Nachdem du uns verlassen hast, habe ich mich in der Reflexion des Mondes versteckt. Von einem Fisch verschluckt, habe ich geduldig auf diesen Tag in seinem Bauch gewartet. Jetzt da ein Schimmer der Hoffnung erschienen ist, bin auch ich zurückgekehrt. Ich, Yumigami, Gott des Mondes, bedecke die Welt mit fahlem Mondlicht. Benutze das Licht zur Unterstützung deiner eigenen beschwerlichen Reise. Yumigami, der Gott der Mondkraft. Also hat der Mondfisch wirklich die Reflexion des Mondes auf dem Wasser verschluckt. Jetzt hast du die Pinseltechnik Mondschein. Damit kannst du einen scheinenden Mond in den Himmel malen. Man sagt, es hat die Macht, den Tag zur Nacht zu machen. Ich frage mich, ob es wirklich funktioniert. Könnte das mal eines kurvigen Strichs in den Himmel wirklich den Mond hervorbringen? Sieht aus wie ein Mond. Der Mond, er ist rausgekommen. Jetzt hast du die Macht, den Tag zur Nacht zu machen. Hey, denk doch nur an die Freunde, die in der Nacht warten. Ich weiß, das hört sich verlockend an, aber eins nach dem anderen. Wir müssen uns immer noch darum kümmern, worum Fusehime uns gebeten hat. Hey, das ist Umme. Er kam aus dem Maul des Mondfisch. Geht es dir gut, Junge? Ich habe doch gewusst, dass er Umme ausspucken wird. Darum habe ich dir gesagt, dass du dir keine Sorgen machen brauchst. Ich meine, guck ihn doch mit dir nochmal an. Er sieht aus wie ein sehr schlecht schmeckender Hund. Wirklich? Ja, ich habe noch nie einen hässlichen Hund in meinem Leben gesehen. Was? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ich habe doch nur ein bisschen Spaß gemacht, so wie ich es mit dem Fekel hier auch mache. Weißer Wolf, wie kommst du dazu, den Hundesucher zu tragen? Da ist ein bekannter Geruch in der Luft. Mein alter Kameraden, er wird von deinem Körper verströmt. Was zur Hölle? Nun, das geht dich mal gar nichts an, wie wir riechen.
Wir mögen halt keine Bäder, das ist alles. Hey, warte. Hat er nicht gerade was von dem Hundesucher gesagt? Der Hundesucher schreibt vor, dass sein Träger Stärke beweisen muss. Und ich werde es, seit er sie testet. Hundekrieger Jin. Was zur Hölle? Du bist einer der 8 Hundekrieger. Ami, dieser Hund macht Ärger. Kampfbeginn? Klar, immer doch. Hätte ich nie gedacht, dass wir mal gegen dich antreten würden. Los, zeig uns, was du drauf hast, grober Hund.